Willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone, Folge 7. Und bei der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich in das Heroic nochmal reingucke. Ich habe es erstmal off the air gemacht, um festzustellen, dass ich mit meinen Decks da auf keinen Fall vorankomme. Aber ich habe, wie ihr seht, neues Girl zusammen mir erspielt und erspart. Und meinen Drang, Arena zu spielen, unterdrückt, sodass ich mir eine neue neuen Ast hier freikaufen kann, der Plague Quarter. Und dann hier schön mal ein Video aufzeichnen kann davon. Purchase failed. So soll das natürlich nicht sein. Versuchen wir es gleich nochmal. Tada! Und dann sind wir im Plague Quarter. Ich habe jetzt mal nicht geguckt, was wir alles Schönes für Karten hier holen können. Alles Überraschung. Und ich fange an. Gegen Noth, the Plaguebringer. Noth is the undisputed master of undeath. Every minion is fodder for his creations. Und der hat als Fähigkeit die anscheinend. Also Passive Hero Power. Also immer wenn einer von mir stirbt, wird ein 1-1er Skelett erschaffen. Klingt lustig. Und womit will ich mal anfangen? Mit meinem Arena Rogue. Den habe ich so genannt, weil ich mit dem einen Deep Run in der Arena hatte und ihn danach gebaut habe. Und der schlägt sich auch im Matchmaking, im Constructed, ganz okay. So, dann wollen wir mal schauen hier. Das Deck ist wie gesagt nicht irgendwie. Also, es hat natürlich Synergien, sonst wäre es irgendwie nicht so erfolgreich gewesen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie alles Max oder alles Murlocs oder irgendwas. Es hat Waffen, eine oder zwei Waffen und einige Spells. Da kommt auch schon die erste Waffe. Und ich spiele als erstes die Micro Machine. Hat ziemlich viele Karten drin, die Waffe buffen. Genau, und jetzt kriegt er ein Skelett. Okay. Nicht so schlecht. Das lohnt jetzt nicht. Waffe lohnt jetzt auch nicht. Ich werde mal den Mech Warper spielen. Jetzt hat er damit angegriffen. Natürlich jetzt ziemlich nice für ihn. Guter Start für ihn. Für den Computergegner. Wie konnte das denn passieren? Hiermit zieht er halt zwei Karten, wenn ich das spiele. Das ist alles nicht so schön. Aber eine Karte zieht er mit dem sowieso. Ich schalte den erstmal aus, dann ist das Skelett auch weg. Und das war's auch schon. Nächste Runde. Destroy the minions next to this one as well. Okay. Auch nicht so schlecht. Ich könnte jetzt eine Waffe anlegen. Oder den mit Betrayal vernichten. Dann hätte ich noch drei. Das ist alles irgendwie nicht so schön. Damit kann ich eine Karte ziehen. Zieht er allerdings zu viele. Na gut, ich werde erstmal sein Acolyte hier ausschalten. Und dann mal gucken, ob ich hier noch irgendwas auf die Reihe kriege. Im Moment sieht es nicht allzu gut aus, leider.
Muss man sagen. Ich kann den rausnehmen mit Fan of Knives und einer Attacke und dann noch den Raging Jürgen ausspielen. Dann hätte der natürlich Wind Fury und 4 Attack. Das ist eigentlich nicht so schön. Ich könnte ihn mit Betrayal. Wie viel 2 macht er? Ja, dann kriege ich beide weg. Dann werde ich das mal so machen. Zack. Blade Flurry ist auch nicht schlecht. Aber ich mache das mit Betrayal. Dann sind zumindest mal beide weg. Und leider habe ich immer noch keine Bordentwicklung und der holt schon den nächsten Penner raus von der Sorte. Den nächsten Penner. Und jetzt habe ich leider bis auf Blade Flurry nichts mehr, womit ich ihm schaden könnte. Ich könnte Raging Worgen spielen und dann Blade Flurry. Attacke Blade Flurry, dann hätte mein Raging Worgen 4-1 mit Wind Fury. 4-1 mit Wind Fury. Und wenn er dann keinen Charge hat, aber er hat wahrscheinlich auch Spells. Nö, dann spiele ich lieber Blade Flurry und Healbot. So werde ich es machen. Angreifen. Blade Flurry. Und Healbot. Okay, jetzt. Holt da ein Secret raus. Natürlich kenne ich seine Secrets nicht. Sieht aber nach einem Mage. Ah, steht da. Mage Secret. Okay, ja. Dann kann das alles Mögliche sein. Hier bietet sich natürlich der Kodo an. Wenn das jetzt Mirror Entity ist, was es nicht ist, dann. Ah, es ist Duplicate. Okay, jetzt kriegt er zweimal seinen 1-1er auf die Hand. Na gut. Da gibt es auch Schlimmeres. Und dann spiele ich den Worgen noch aus. Und jetzt habe ich doch zumindest mal ein annehmbares Board da stehen. Er macht sogar Wind Fury für meinen Raging Worgen, erstaunlicherweise. Nur um das Secret anzulegen. Gut, dann erstmal den Flesh Eating rausschalten und den Spell Damage Typen. Achso, naja, das war eventuell ein Fehler, weil ich jetzt nicht testen kann, ob es vielleicht Avenge ist oder wie das heißt. Trotzdem will ich hier meinem Raging Worgen möglicherweise 12 Damage reinkriegen. Entweder es klappt oder nicht. Okay, es klappt, dann ist. Was hat er dann für ein Secret? Weiß ich nicht. Und dann der Darkscale Healer passt perfekt. Heilt alle ganz gut wieder hoch. Achso, aber natürlich hat er dann nicht mehr Enraged. Aber er wurde wieder Enraged. Sehr schön. Jetzt hat er zwei Secrets da rumliegen. Aber das wird wohl trotzdem jetzt für meinen. Für mein Lethal reichen. Was ist das denn? Swap the attack and health. Okay. Gut, dann erstmal mit dem Schwächsten angreifen und gucken. Okay, dann ist es eventuell, dass er jetzt nicht sterben kann. Doch, er stirbt. Es waren dann, was weiß ich, was das für Secrets waren. Aber es hat geklappt. Und es gibt dafür. This was just an office day, ja.
Den Stone Skin Gargoyle. Eine ziemlich lahme Karte, finde ich eigentlich. Aber was soll man machen? Man muss auch das nehmen, was man so bekommt. Gut, das war die siebte Episode. Und in der nächsten Episode geht es dann weiter mit diesem freundlichen Gesicht. Wer das ist und wie er heißt und was er macht, dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Dread.